das war. Er wollte das Gold. Genau. Und der hatte ja noch ein paar andere Produkte. Also das war Jo, muss man. Götz Berthold für seine gute Einstimmung auf den heutigen Tag und für die musikalische Begleitung, die er uns den ganzen Tag wieder heute angedeihen lässt. Wir sind dafür sehr dankbar als Arbeitsgruppe Stolpersteine für Magdeburg. Meine sehr geehrten Damen und Herren, seien Sie uns alle sehr herzlich willkommen an diesem Morgen. Der beginnt mit einer Stolpersteinverlegung für Ruth Mühlmann hier in der Walbecker Straße 37. Und der sich dann erstreckt über das gesamte Stadtgebiet, sogar bis nach Ostelbien, wo wir also auch einen Stolperstein verlegen. Und ich würde mich freuen, ich sage später nochmal was dazu, wenn der eine oder die andere Person uns einer der Stationen dann nochmal zu uns stößt. Ein besonders herzliches Willkommen möchte ich den Anverwandten von Ruth Mühlmann sagen, der Großnichte und ihrer Begleitung, die aus den USA angereist sind. Und ich freue mich, dass wir damit also auch in der Lage sind, ganz persönliche Worte zum Leben von Ruth Mühlmann, von Verwandten dieses Opfers des Nationalsozialismus hier an dieser Stelle hören zu können. Und ich bin dankbar, dass Frau Fieck uns dabei unterstützt, indem sie die Translation, die Übersetzung übernimmt, sodass, wie ich denke, wir können uns alle sehr gut verständigen und dankbar bin ich auch dafür, dass wir wiederum so viele Steine heute verlegen können aufgrund des großen Engagements der Magdeburgerinnen und Magdeburger, die sich daran beteiligen und die uns ihre finanzielle Unterstützung geben. Und in diesem Fall den Stein für Ruth Mühlmann hat Maria Ackermann gespendet, die einige von Ihnen auch kennen, weil sie alternieren sozusagen zu Herrn Berthold uns mitunter bei den Stolpersteinverlegungen auch musikalisch mit begleitet. Also noch einmal ein gutes und herzliches Willkommen an dieser Stelle, wo Ruth Mühlmann tatsächlich mit ihren Eltern eine gewisse Zeit gelebt hat. Und vielleicht kann Herr Kratzel noch einmal etwas weiteres zu dem Ort, zu diesem Haus sagen. Ja, hier habe ich meine Ansicht von dem Haus, wie es also geplant war. Das heißt, so steht es ja noch, das ist also das Originalhaus noch. Und die Beimsiedlung ist ja erbaut worden 1925 bis 32. Wann das Haus fertig war, weiß ich aber in den Zeitraum. Das war so damals so der Erstbezug, als Ruth Mühlmann hier wohnte. Und die Grundlagen für diese Bebauung kommen vom Stadtbaudirektor Bruno Taut, der ja in Magdeburg sehr viel sich eingebracht hat und auch eine wunderbare Bebauung gebracht hat für die Magdeburger. Also keine Hinterhöfe, sondern diese neue Art des Bauens.
Und der Putz, das ist leider noch ein DDR-Putz, ist auch noch nicht original saniert. Das wäre die Originalsanierung. So sah es früher bestimmt mal aus. Das heißt, man hat sich ja da angelehnt. So, das wäre das. Achso, der Name, Bruder Hermann Beims, kommt vom Oberbürgermeister, ein ehemaliger Oberbürgermeister von Magdeburg. Genau. Das hat man schon in 30er Jahren so festgelegt, dass diese Siedlung diesen Namen Beims-Siedlung bekommt. Sie hieß dann zwischendrin mal Enkelsiedlung, ne? Das ist dann, ja, dann auch diesen Wandel. Ja, das war nur kurz. Aber genau. Das war nur kurz und in 30er Jahren ist es aber. Genau. Ja. Ja, vielen Dank. Ich freue mich jetzt, wenn Sie, Ilka, uns einiges sagen zu Ihrer Großtante. Ja. Wir haben so abgesprochen, dass Frau Fieck ganz wenig sagt über Lebensdaten von Ruth Mühlmann und dann, Frau Knuffel zu Wort kommt. Ruth Rosa Luise Mühlmann, 1920 in Magdeburg geboren, hatte mit 2 Jahren Scharlach. Und als Folge dieser Krankheit war sie geistig eingeschränkt, ging zur Schule hier in Magdeburg, aber dann in Neinstedt, wo die Einrichtung besser darauf vorbereitet war, geistig behinderte Menschen zu schulen, aber nur bis zum 14. Lebensjahr. Dann kam sie wieder nach Hause. Und nach Hause war dann hier Wahlbecker Straße 37. Vorher hatten sie in der Nachtweide gewohnt, aber es funktionierte nicht. Die Eltern kamen nicht klar, es war schwierig, es waren auch noch 2 kleine Brüder da. Die ältere Schwester kümmerte sich ein bisschen. Die ältere Schwester ist die Großmutter von Ilka und Silke. Jedenfalls schickten die Eltern sie dann doch wieder nach Neinstedt, wo sie lebte, vielleicht arbeitete. Wir haben keine detaillierten Nachrichten. Von Neinstedt wurden dort lebende Bewohner verlegt. Nach Altscherbitz bei Leipzig 1941 und anschließend weiter nach Bernburg. Das war eine perfide Methode, um zu verhindern, dass die Angehörigen wirklich genau merkten, wo ihre Menschen sind. Und am Tag der Verlegung nach Bernburg, 31. März 1941, wurde der ganze Transport lauter Mädchen im Gas umgebracht dort. Die Eltern bekamen einen Brief, sie könnten Asche bekommen, aber das war schwierig, denn es wurden ja auch nicht die einzelnen Menschen getrennt, verbrannt. Ein Gutteil der Asche wurde auf dem Platz abgelagert, wo der Krankenhausmüll landete. So ging man mit Menschen um, die als unnütz verstanden wurden. Ein fröhliches, junges Mädchen, 21 Jahre alt, ein paar Bilder sind da. Hier hat sie gewohnt. It has been 81 years, 2 months and 8 days since you were so cruelly taken from us, liebe Tante Ruth. Your mama and papa never got over losing you. They joined you in heaven in 1956. Your brother Heinz joined you very soon after you passed. He was presumed lost at Stalingrad in late January 1943. Your brother Gunther passed in 2007. And your sister Elsbeth, who the family called Lisbeth, joined you in 2009. Lisbeth was our beloved Oma. So much time has passed since you have gone that me, your great niece, I am now an Oma myself. Lisbeth did not tell me of you until I was an adult. Your story was too sad and scary to try to explain to a child. But because Lisbeth told me of you, I have always wondered what the true story was. My friend Will and I have searched for you for years, Tante Ruth, and we finally found you. And we know what happened, and while we do not have a grave for you, since your ashes rest in a field in Bernburg,
We are commemorating the spot here where you lived with your family, and it's a much happier spot. Go rest easy now, liebe Tante Ruth. Rest with your family in peace everlasting, safe in the arms of our Lord. You rest. We still have work to do. We know your story now, and we will tell it so that this evil is accounted for. So it is known, so it is brought into the light, so it will never happen again. Du wurdest gefunden, du bist nicht vergessen, und du wirst immer geliebt sein, liebe Tante Ruth. May the Lord bless and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. And the Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Requiescat in pace. Wir wollen jetzt einen Moment innehalten und Ruth Rosa Mühlmanns gedenken und mit ihr auch der namenlosen Opfer, deren Identität bis heute nicht festgestellt werden konnte. Vielen Dank für Ihre Worte. Da in Zürich, das ist meine Oma, ihre Schwester. Ja. Und da ist deine Mutter. Ah ja. Und Ruths Vater. Ja. Ja, ja. Und das ist noch die Oma. Nein, ist eine Tante. Ah ja. Gerne hier noch verweilen, zumal wir tatsächlich jetzt auch etwas mehr Zeit haben. Weil die nächste Stolpersteinverlegung, die wir eigentlich gedacht hatten, vornehmen zu können, in der Schöninger Straße 27a, aufgrund von Baumaßnahmen dort heute nicht stattfinden kann. Die müssen wir also verschieben auf ein nächstes Mal. Das heißt für uns, wir haben jetzt etwas Zeit und treffen uns für die unter Ihnen, die Interesse haben, uns weiter zu folgen, um 9.50 Uhr in der St. Michaelstraße 57. Dort werden wir einen Stein verlegen für Robert Lopian. Wer uns nicht mehr folgen kann, dem danke ich, dass er hier dabei gewesen ist oder Sie dabei gewesen ist. Und ich darf Ihnen einen guten Tag wünschen. Kommen Sie gut durch den Sommer, bleiben Sie gesund und unserem Projekt so gewogen, wie Sie das bisher mit unterstützt haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Bitte schön.